Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, was Revolution Live ist und wie Sie es an Ihrer Schule und in Ihrem Geschichtsunterricht einsetzen können. Immer die berühmte Zigarre in der Hand und den aufputschenden Mate in der anderen? Hombre, ich habe 16 bis 18 Stunden täglich für die Revolution gearbeitet, habe auf ein Ministergehalt verzichtet und all diese Privilegien. Ich wollte immer ein Vorbild sein. Ein Vorbild für den neuen sozialistischen Menschen. Als langjähriger, erfahrener Geschichtslehrer habe ich immer wieder festgestellt, dass historische Biografien Schülern einen guten Zugang zur Geschichte ermöglichen. Als Musiker und Schauspieler verwenden wir szenisches Spiel und Lieder, um, der Gehirnforschung entsprechend, auch emotionale Lernprozesse zu bewirken. Hat mich gestellt, in Flammen gesetzt. Ich brenne, brenne, ich brenne noch, wenn ich Asche bin. Diese verknüpfen wir durch projizierte Gemälde mit visuellen Eindrücken und anhand von strukturierten Datentafeln mit der kognitiven Lernebene. Unser Bildungsprogramm hat 10 Stationen und dauert ca. 90 Minuten. Es kann aber inhaltlich Ihren Wünschen angepasst werden. Mithilfe des umfangreichen Begleitmaterials kann Revolution Live mit Ihrem Geschichtsunterricht verknüpft werden. Habe ich ein Blatt mitgebracht? Da sind schon die Begrifflichkeiten drin, wann die Revolutionsdaten waren. Die sind allerdings unsortiert. Und ihr sollt jetzt im ersten Schritt quasi als Vorbereitung diese Daten und die Namen dazu den Menschen hier auf dem Blatt zuordnen. Mit dem Vorbereitungsquiz kann sich jeder Schüler individuell in 15 Minuten auf die Vorführung vorbereiten und dabei seinen Kenntnisstand überprüfen. In dem beigefügten Schüleranschreiben wird ihm alles erklärt. Das Material muss nur ausgeteilt werden. Jeder Lehrer kann dann nach der Aufführung mit dem Lösungsblatt das Quiz auswerten. Nelson Mandela, genau. Für was hat er denn gekämpft? Für welche Revolution? Genau, also Rassentrennung, ne? Okay, was waren so die Daten, die ihr zugeordnet habt? Mithilfe einer Überblickstabelle kann der Geschichtslehrer auch den thematischen Bezug zum hessischen Lehrplan erkennen und geeignete Szenen und Lieder auswählen. Anhand der Liedtexte können behandelte Unterrichtsthemen wiederholt und vertieft werden. Dabei bietet das Lehrermaterial viele Themenangebote für verschiedene Altersstufen, aufbereitet im Sinne des hessischen Kerncurriculums. Okay, also dann schauen wir doch mal so ein bisschen in die Strophen hinein. Es war ein harter Schlag in Prag. Was hat denn Prag mit der DDR zu tun? Wem ist der Osten unterstellt? Ost-Berlin und Ost-Deutschland, ja, also die DDR, wem ist unterstellt? Welche Macht steckt dahinter? Ja, das wird ja gut. Okay. Revolution Live kann in 2 verschiedenen Formen bei Ihnen präsentiert werden. Als Aufführung in der Aula, hier am Beispiel der Revolution von 1848. Ja, vielleicht haben wir uns alle auch zu wichtig genommen und haben zu viel debattiert in der Paulskirche und dabei nicht gemerkt, dass die herrschenden Adligen uns nicht mehr ernst nahmen und längst ihre Truppen zusammenzogen, um unsere Revolution niederzuschlagen. Dann die Zeit in Frankfurt, viele Debatten, alle Hoffnung gut auf uns, dem neuen Parlament. Die Arbeit ruft mich Tag und Nacht, redet vor
Und jetzt ist es wie ein Rausch. Doch trotz unserer Erfolge, trotz unserem Sieg, haben wir zu wenig Macht. Oder im kleineren Rahmen mit erzählten Reportagen statt Szenen, hier am Beispiel von der schwarzen Bürgerrechtsbewegung. 26 Jahre verbringt er im Gefängnis auf der Gefängnisinsel Robben Island, die meiste Zeit in einer kahlen, mintgrünen Betonzelle. 2x2 Meter, eine dünne Filzmatte zum Schlafen, ein Holzschemel, ein Fäkalienkübel. Tagsüber Steine klopfen, den ständigen Beleidigungen und Gewalttätigkeiten der Gefängniswärter ausgesetzt. 10,000 days in prison can kill you from inside. I try to never show emotions and preserve my dignity and find the touch of humanity in those who cause me pain. Ich hoffe, Sie haben jetzt eine Vorstellung von Revolution Live bekommen. Auf meiner Homepage finden Sie weitere Informationen, ein ausführliches Demo-Video und das Begleitmaterial zur Ansicht. Vielleicht bis bald an Ihrer Schule. Was wollten Martin Luther King und Mandela? Und was war Che Guevara eigentlich für ein Typ? Warum wurde Rudi Dutschke nur zum Bürgerschreck Berlins? Wer trieb den Holzkeil dort in die Mauer? Was haben diese Menschen gedacht und gefühlt? Welches Schicksal hatten sie?